und Schlaf. Mit der breiten Maseltorf. Mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setzt sich etwas nice? No, wo setzt sich etwas nice? Hat sich euch die Welt schon Schlaf. Mit der breiten Maseltorf. Mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setzt sich etwas nice? Meine liebe und teure Damen und Herren, Havertes und Haverem, Koschewe Freund, ihr hört ein neutorisches Programm von Paris, was herzlich etwas Neues. Beim Mikrofon ist Michael Felsenbaum. Ich, der Monsig, als mit Juren zurück, ob ich sich angestoßen auf ein Interview mit einem bewussten Schauspieler, Regisseur und Dramaturg, ob ich nicht kenntuis, dass es gewesen ein Interview mit dem Napolitaner Theatertour Eduardo De Filippo. Auf der Frage, wer wollt ihr gewesen, wenn's wohl bichlal nicht existiert als eine Sache wie Theater? Und Eduardo hat geämpfert. Ich wollt gewesen ein Postträger, ein Schuster, ein Bäuer. Ich wollt mit groß Vergnügen gespielt dem Postträger, dem Schuster oder dem Bäuer. Ich kann sich nicht verlassen auf meinen Sekuren und es kann sein, als das ist gewesen ein Interview mit dem anderen. Nur der Gedanke, die Machschove, ob ich vergedenkt auf sicher und gehen weiß. Geh und sei ein Novi, als der Postulat, ich mein, zu theatralisieren jede Geschehnische von unser Leben, gehen weiß. Als die Neigung von einer kleinen Gruppe talentierte Künstler wird mit Juren werden ein unabteilbarer Teil von unserem Leben, sei privaten und sei gesellschaftlichen. Und viel mehr von dem, die rhetorische Frage, was ist Mamascha Isot von der theatraler Kunst, der eine, was wollt geschehen, wenn ich Pläune bin, Pläune wollt gewesen oder gespielt Hamleten oder dem Polizeiant Azulay. Es macht nicht aus, wem wichtig ist mein Spiel. Und da stelle ich einen Punkt, einen Punkt, einen Punkt. Weil nachdem wie ich hab übergeblättert, ein paar hundert frischenke Artikeln und Interviewen, ob ich dir fehlt, mamisch physisch, als ich bin ein Zuschauer von einem billigen, allweltlichen Schauspiel mit dem Titel Demagogie euch in Leiber und Lokschen euch auf die Euren. Und die hat zwei Begriffen, theatralisierte Demagogie und Blofferei seinen Leuten mein Gefühl geworden, der Iker von dem politischen und gesellschaftlichen Leben, mamisch in alle Länder von der Welt. Mit ein paar Wochen zurück, ob ich zugezogen dem Aufmerk von unseren teuren Zuhörer zu an interessanten Geläuf zwischen die Großmachten, mamisch a Vermästung in Arauf schicken in Kosmos die Spion-Satelliten. Nicht
reinkriechen Deckin, die alle technische Pitschewkes will ich nur unterstreichen, als jedes Winkel von unserer Erdkugel wird fotografiert 1000 Mal a Sekund. 1000 Mal a Rege von allen möglichen Rakursen. Das meint, als ob der Amerikaner Sputnik hat verfixiert, als etwas a Häsel in der Sibirer Teige springt nicht loin sein heischer Teve, doch bald wird etwas a Beamter in weißen Haus und klinken dem Eubspion in Britannien und in beiden Haus zu forschen, die modne Sibirer Häsel, was führt sich auf wie Hyperton-Rakete. Es versteht sich, als ich treib ein bisschen über, nur zwischen uns soll es bleiben. Fragt euch den französischen Glavnespion, und wenn ihr wollt bei ihm poilen, wird er euch a vielu beschreiben dem Kulier von die Augen bei dem pseudistischen Sibirer nuklearen Häsel. A Kitzer. Alle Großmachten auf der Welt haben sehr pünktliche Informationen wegen alles, was sie tut sich bei jenen. Und glaubt mir auf ein Wort, als a vielu der größer Fürst von Monaco weist auf sicher nicht nur die Summe, was der Eule mot übergelost die Nacht in seine Casinos, nur euch weist der Werot aufgerissen die Gasräder von dem Nord Stream, von dem zuffendigen Strom, und wer redt schon wegen der Dambe, der Reble in Kachowke. Mit ein Wort, meine liebe Damen und Herren, ob ihr seid besorgt mit der Zehn eure Einiglich und Ureiniglich und wer redt schon wegen Kinder, dann seid sich Madrid und such euch ein Äftel, ein Samen unweiser, wie so lernt man die Kinder unterscheiden zwischen die theatralisierten zynischen Spielen von den großen Politikern und dem kleinen Memes, was wird verschwiegen, vertopcht und zertrotten in dem achsorisdigen Kampf zwischen den Großmachten. Das Bichel heißt der Kaiser und der Mechaber von dem Bichel ist, ob ich nicht kennt, ist Niccolo de Bernardo Machiavelli. Agif, soll nicht vergessen, nur was, ob ich der alten, a frischen Kinais von Rumänien. Die brave rumänische Agenten haben festgestellt, als jenes modne Sibirer Esel, welchen Ort verfixiert ein Amerikaner Sputnik, ist bichlal nicht genoß, nur a Himalayer Bär. So lang wie man is jing, will man nicht verstehen. Man meint, die Sinn wird ewig scheinen, keimal untergehen. Dem Himmel sieht man ständig blue, als ihr rosa Licht. Nur bislang weiß verschwindet der Roman in das Gedicht. Weil mit amol gar umgericht, laufen man die Jorn. In die bemerkst, dass deine Schleifen seinen gro geworden. Erst damals nimmst du sehen, in Heibst und sie verstehen.
Ados Leben ist ein Kinderspiel, in es teuer doch nicht viel, man spielt sich ob das Leben wie ein Kind. Die Menschen aber sehen nicht, als die Juren stehen nicht, wie sie laufen, ich habe weggeschwind. Menschen aber sehen nicht, als die Juren stehen nicht, wie sie laufen, ich habe weggeschwind. Wir leben in einer schönen Welt, in es wohl gewähnt erbracht, haben aber Menschen am Milchume ausgetracht. Chotsch alle Völker will schulem, leben ruhig fein, schleppen ins gezählte Vierers in Milchume rein, anstatt zu geben sich die Mie. Der Mensch soll länger leben, tät man die ganze Energie für Bombes habe geben. Das Leben kann sein schön, zu stört man das allein. Weil das Leben ist ein Kinderspiel, in es teuer doch nicht viel, man spielt sich ob das Leben wie ein Kind. Die Menschen aber sehen nicht, als die Juren stehen nicht, wie sie laufen, ich habe weggeschwind. Die Menschen aber sehen nicht, als die Juren stehen nicht, wie sie laufen. Und jetzt, meine liebe Damen und Herren, ein paar bisschen wichtige Neues auf dem Gebiet von der jüdischen Soziostatistik. Es sind gewähnt Zeiten, wenn Kimat in alle europäischen Länder oben funktioniert anti-jüdische Gesetze. Und kidei sich bekennen mit der Theme, ist nicht unbedingt nötig sich wenden in der Mittelalter. Es ist genug hereinzugucken in die frisch gebackene Gesetze von Polen oder Iran. Mit 200 und viele mit 100 Jahren zurück ist seinen Kimat nicht gewähnt in Mitteln, wie er soll zu bleiben Aid und in derselben Zeit zu werden, lo mir sagen, ein Professor in St. Petersburger Universität. Der einzige Weg vernieden ist gewähnt sich schmaden und laut der Statistik von jener Zeiten pflegen herum 800 Tiden sich schmaden jedes Jahr. Es versteht sich, als der Schmad hat direkt geführt zur Heirat mit der Goyke. Einige Teig, und besonders in den demokratischen Ländern, ist bichlau nicht so eine Sache wie gezwungener Schmad, kidei zu werden, ein Premier oder ein Präsident, a filo, lo mir sagen, a Händler auf dem Bazar in Paris. Und Beispiel in Anore, ob mir beschäfe, zum Beispiel, ich weiß auf sicher, als der Präsident von Medina Sisrul zwischen uns, Isaid, und euch der Mann von der amerikaner Vizepräsidentin ist euch hier, ja. Seist, die Liebe zwischen zwei Menschen wird nicht keine Tragödie initiiert von den antisemitischen, rassistischen Gesetzen und gleich mit dem die zollgemischte Heiraten wird in der jüdischen Welt nicht nur nicht kleiner, nur verkehrt, von Jahr zu Jahr als größer und größer. Der Same
glänzt der Niveau von die gemischte Eiraten ist in Medinis Isruh. Rum 3% Israelim, oben eine genidische Frau oder ein Mann. Hört weiter. In Belgien ist die Zahl von die gemischte Eiraten rum 14%. Nicht schrecklich. In Australien, 20%, in Britannien 22%, in Kanada und Frankreich, Gott meiner, Kimata Viertel 24%, in Österreich, Uwa, Erte Meise, 30%, in Amerika 45%, in Ungarn 55% und in Russland Gewalt geschrien, 63% gemischte Heiraten. Und das ist eine schöne Statistik. Und was ist da so wichtig unterzustreichen, dass die Zoll nicht jüdisch ist, wo so ein jüdischer Mann wird nicht kleiner von Jahr zu Jahr, nur was? Sehr kleine Zoll christliche Frauen werden mit Geier in Identum. Mamisch gezählt in den Fusches. Also warum? Sehr beulet ist der Fakt, als die Liebe von Aiden zu Anitidischke ist überäubt an einseitige Liebe. Das heißt, als rauf jüdische Mannsblen seinen Kreis sich schmaden zu lieb seiner Liebe und nur einzelne Nicht-Jüdischkes seinen Kreis sich mit Geier sein, kidei zu bleiben auf ewig mit seiner Geliebten. Und mamisch ohne Päuse spring ich über zu einem anderen Thema, was ist mamisch sehr aktuell, ja, an Hamilton. Und die Administration von dem Amerikaner Präsident Biden veröffentlicht eine neue Strategie in dem Kampf gegen Sinnes Isruh. Der Plan Gufe ist aber denn nicht genommen in Amerika, aber die Machleutesten in der amerikanisch-jüdischen Organisation sind gewesen so groß und scharf, als Bidens Administration hat verloren dem Geduld, Apatsch getun mit der Hand über den Tisch und gesagt, basta, stopp! Ot ist der strategische Plan und bitte, helft uns zu arbeiten. Die Mechabrin von der nationalen Strategie von dem Kampf gegen Sinnes Isruh, seinen Susan Rice, Bidens Aidsgebern und Duke Emhoff, der jüdische Mann von der amerikaner Vizepräsidentin. Ja, wo soll ich auch sagen, meine liebe Damen und Herren? Allewei, soll der neue Plan ohne eben zu arbeiten, nur die erste Tag noch unnehmen dem neuen Plan oben bewiesen, als von einer guten Kavune zu einem realen Leben ist er so weit wie von Jekeke bis Jebebe. Und auch die Tag ist gewesen publiziert, a frischenke Forschung aus New York ist die same gefährlichste Stutt für die Jeden, sei für die Fromme und sei für die Säkuläre. Ist, lass mir taki zu warten und erleben bis jenem Tag, wenn's wird nicht nötig sein, nicht nur die oder jene Programm von Kämpfen mit Sinnes Isruh, nur euch die Statistik wird sein nicht nötig. Wie sagt ihr, Rapid? Ach, von mein Mäul in Gottes Euer. Dreißen Skalten, nur meine Schome sind und weg.
Schotten von der Gas. Ich hab nicht naiv gesehen, galant und mollig hell. Gott hat dir gegeben alles, was kein Orglusten saß. Das Mädel hat mich glücklich gelacht. Und ich hab nicht gekannt, sie halten in die Hände. Es hat geweint, mein Herz, zu sehen dir, mein Schatz, zu kuschen sich mit dir, mit dir und mit mir. Nun komm zu mir, Mila, was stell dir? Hinterreißen's kalt, aber mein Herz ist heiß und quält nur schön sich mit mir, Lord. Heute gib ich heiß, mein Wort, mit mir vergesst ihr alle Zorres auf der Welt. Ich fühl doch heiß, mein Lord, ihr seid der höchste Sohn und ich vergessen mein Aschott. Schwimmt er weg und ihr bleibt auf dem Berg, gorellend und allein und auf dem Herz ein Stein und die mich schon weint. Ich weiß doch, was das meint, nur gleich die Hoffnung wird führen zum neuen Leben bereg, zu Liebe von Schein und weitig dicke Tränen und Schmerzen dicker Pein. Dann werdet ihr glücklich sein. Nehmt mich herum, Milord, das Leben weiter fort. Seid lustig, freilich, nur hier. Ich kann nicht glauben, nee, ihr weint doch, mein Milord. Als wird sein gut, Milord, und gib ich euch mein Wort. Nu, gib euch Mächen schön, ich bete euch, mein Milord, genug zu reißen ins Herz. Steht auf und nehmt mein Hand. Wir gehen singen, tanzen, la 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 la. Und da geht's ums Samme-Samme so von unserer einzigen Reudize, will ich Missa-Meier sein, unsere teure Zuhörer, mit der positiver Neues, was, also ich meine, wird sein sehr nützlich für jeden klugen Menschen auf der Welt, weil die Neues lernt uns, die Menschen meine ich, als mit gutem Willen. Und mit Gottes Hilfe kann man ja beiden dem Geurl nicht nur von einem einzelnen Menschen, nur auch von einer ganzen Medine. Ach,
nicht als auch Menschen wissen, als die Arabische Emiraten, was mit zwei Deures zurück sind gewesen, an nur im verwiesten Ländl, mamischer Loch, ist letzten rein in der Bakove der Kirmespoche von die Kosmos Großmachten. Und not, bald noch der, wie die Kosmosagentur von den Emiraten hat gemolden, als seine Kosmosmisse zum Mars ist gewesen, eine gelungene, jetzt ist gekommen die Zeit, zu melden wegen seiner Pläne von einer neuen Kosmosmisse. Erdmeister, Erdnor, das Mal rauf schicken die kosmische Schiff zum Asteroid-Gartel zwischen dem Mars und Jupiter. Ova, es wird sein gar nicht übrig zu der Monen unsere Teile zu hören, als der emiratische kosmische Schiff mit Nomen Offenung dreht sich derweil um der Planet Mars und hört nicht auf zu schicken offen Erdkugel, als neue und neue Bilder, kartlach wie euch die chemische Probes. Und jetzt, läuft mein Teve, mach ich eine kurze Abweichung und der Mann unsere Liebe und Teure zu Ehre. Als läuft alle progressive demokratische Normen, sondern die Emiraten, totalitarländel mit a größer Zoll Gesetzen, was oben sich nicht gebeten von mittelalterischer Zeit. Nur was? Die gute, mamisch freundliche Beziehungen zwischen die Großmachten und die Emiraten, der Monen mir. A Zitat von Mark Twain's Buch Brief von der Levone. Ich hab nicht das Bichl bei sich bei der Hand, darüber zitiere ich von meinen verälterten Sekunden. Bei uns, auf der Levone, Punkt so wie bei euch auf der Erde, hat man nicht lieb die Iden, nur man vertraut sie. Wenn sie sanen reich. Punkt so kommt es vor mit den Emiraten. Und jetzt ist gekommen die Zeit für ein ambitiöses Projekt mit einem Flug zum Asteroid-Garten. Mit dem Protein von dem Projekt hat uns bekennt, die Frau Herzog Gutein, die Frau Sure Al-Amiri. Sure Al-Amiri, die Vorsitzerin von der Emiratischen Kosmosagentur. Sure, die Missie ist verplaniert auf dem Jahr 2028. Und die Zugreitungen sind schon in vielen Brennen. In euch. Der Weg zum Asteroid-Gartel ist gar weiter. Und der Flug wird dauern um 2 Jahre. Und der erste Asteroid, welchen wird ausforschen, die kosmische Schiff, wird sein der Asteroid Westerwald. Sachakel 2 Kilometer in Diameter. Das ist nur der Unheb. Nach dem Westerwald wird die Schiff der Griechen dem Asteroid Justitie. Und er ist da, also ob ich verstanden, dem Hauptziel von der Expedition. Er ist der Hauptziel. Die Justiz hat reutlich Punen befahrt mit Reut, was ist bichlal nicht charakteristisch für die Asteroiden.
der wissenschaftliche Interesse zu den Asteroiden ist beemes a kolossaler Ober. Aber es wollte gewesen, gut naiv zu trachten, als die Emiren von den Emiraten oben sich plötzlich ungesteckt mit einem gewaltigen Interesse zu der Kosmologie. Und schön, schön, Kosmologie, rein, rein Wissenschaft. Es versteht sich als ein Schutz. Dem Prestige, es steckt in dem revolutionären Projekt eine schöne Matbeje. Ja, der eine, das Gold, die Diamanten und seltene Metallen, mit welchen seinen ungestoppt die Asteroiden, oh, die schöne Sachen, sind der Emesser Ziel von dem Projekt und die Achnosis. In der emiratischen Kasse werden planiert in solche Ziffern, was mein dorfischer Meuchel keine Steine nennen, weil es rät sich wegen einer Summe von Tausender und Tausender Billionen, Quadrillionen, Quadrillionen, Quadrillionen. Das heißt, an 1 mit 15 Nullen. Sehr eine schöne Summe Geld. Nur, ich habe einen Trag getan. Also gut, die Interessen von den Emiren kennt die Ziffer bringen praktischen Nutzen der Menschheit. Und ich habe Teikiv, wie mein Steiger ist, zugetragen an Übung, an Trainierung für die Menschen, was eben uns zu leiden von Demenz. Und die erste Aufgabe für die Menschen mit den ersten schwachen Symptomen von Demenz ist ein Abnehmen von 53 Quadrillion Dollar, 2 Trillion Jukes, was trocken aus die Meuches bei den reichen Leuten, wo es leben am schugenen Tag und wissen nicht, wie viel kost ein klein Penitzel Bräut. Nur gute Psores, meine Liebe und Eure, Damen und Herren. Und Schlaf mit der breiten Mazel Tov, mit der Schmeichel, mit der Spaß. No, wo setzt sich es? Wo setzt sich es? Von Samen beginnen, begossen mit Liebe, die warm die Bengler, die kacheln der Rebe, in den Wald von dem Leben, die hoch mit den Lieben. Rein mit der Reite hat Schabes gerieben, a Stickele Erich mit scharfen Gerieben. Die Meil ist geläuft, die Chisroin ist getrieben, fin Kuli geht's mir in gestiegen Bekiven. Michigene Geld, in Michigene. Weiß ich was, dieselbe Sach, singt der Schabe auf dem Dach, Kälbel aufgeht auf ein Neiter, und das Leben geht sich weiter, und das Leben geht sich weiter. Von Samen beginnen, begossen mit Liebe, gewarnt die Beinlach, bei Kachlener
Rebbe in von dem Leben dich auf mich geklebt und kriegt mit der Reite auf Schabes gerieben. Ein Stückchen Erd mit scharfen Gerieben. Die Meile ist gelobt, die Gisreut ist getrieben, von Kollegen zu mir gestiegen begeben. Michigene Gerd und Michigene. Jod Hirsch gehört ein originelles Programm von Radio Idisch Potus. Ihr könnt gefinnen die frierdicke Odysseus und andere Programme von unserem Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Idisch Potus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Idisch Potus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, die rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen, verspreiten unsere Kultur. Geht über zu unserem Webort www.idischpotus.org www.yidlshpourtous.org. Dort wird ihr sehen, wie er so das tun und er sagt zu lehnen. Hotanoe.